Fans, mein Name ist Sascha Dörp, ich bin Zeichner und Texter des Comics Mad Eagle und Mad Eagle ist nicht nur ein schlechter Wortwitz, sondern auch ein wilder Ritt durch die Actionfilme der 80er Jahre und wenn ich sage Actionfilme, dann meine ich alle. Das Konzept dahinter ist, dass wir mal so ein richtig schönes Wiedersehen feiern mit allen sympathischen Actionstars aus den 80er Jahren. Wir haben da auf jeden Fall eine ganze Menge Sylvester Stallone, eine ganze Menge Arnold Schwarzenegger, eine Prise Chuck Norris, ein bisschen Jean-Claude Van Damme und so wenig wie möglich Steven Seagal. Ain't above mine. Vielleicht erkennt er auch die ein oder andere Szene wieder, die ich quasi 1:1 übernommen habe. Oder, wie würde Gutenberg sagen, wohlwollend zitiert. Und ich sage euch, dieser Comic hat es in sich, nämlich die Brillanz von drei kreativen Köpfen. Allen voran Stefan Sombetski, der Mann, der dieses Cover und auch all die anderen Cover, die noch folgen werden von der Serie, zu verantworten hat. 87 in Gelsenkirchen geboren, arbeitet dieser junge, unfassbar talentierte Mensch jetzt als Theatermaler. Die aus der Zeit gefallenen Farben stammen von niemand anderem als Mark Blinn, der bei Tag so tut, als würde er Häuser gestalten, aber bei Nachts nicht nur meinen Comic koloriert, sondern auch noch so fantastische Meisterwerke produziert, wie Riot und die Metahumans ebenfalls hier bei Plemplem Productions. Und kommen wir zu mir. Mein Name ist Sascha Dörp. Ich habe schon so Sachen gemacht wie Ratten und wie Arche Noir. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich Mad Eagle erfunden habe, dann würde das meiner Worte Lügen strafen, denn erfunden hat das Ganze die 80er Jahre. Denn Mad Eagle ist eine lesbare Videokassette, ein Comic wie ein Sponti-Spruch, alle Terroristen feiern eine Fete, nur nicht Mad Eagle, der schießt eine Rakete. Und ich habe mir mit dem Comic einen Herzenswunsch erfüllt, denn endlich durfte ich mal wieder meine Chuck Norris Collection aus dem Schrank holen. Und seid gewiss, Chuck Norris erzählt Mad Eagle Witze. It's time to die.